Hallo an alle. Ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. Militärlastwagen erfüllen ganz unterschiedliche Aufgaben. Sie sind in der Lage, Personal oder schwere Ladung zu transportieren. Die Trucks können auch mit verschiedenen Waffen oder ISO-Containern ausgestattet sein. Heute zeigen wir euch die 10 unglaublichsten Militärlastwagen der Welt. M1075 PLS. Das US-Verteidigungsministerium hat mit Oshkosh und Robotic Research einen Vertrag über die Lieferung von 70 Oshkosh M1075 PLS-Containerfahrzeugen unterzeichnet. Die Fahrzeuge müssen mit einem autonomen System ausgestattet sein, mit dessen Hilfe sie in der Lage sein werden, dem führenden Fahrzeug zu folgen, das als einziges vom Fahrer gesteuert wird. Die letzten Tests des Automated Ground Resupply Programs wurden 2019 durchgeführt. In diesem Fall ist die Anforderung, der Führungsmaschine zu folgen. Eine Bedingung, die vom Militär gestellt wird, während die Maschinen vollständig für die automatische Bewegung vorbereitet sind, sagen die Unternehmen, die LKW entwickeln. Darüber hinaus hat das US-Militär in den Plänen für die Umsetzung dieses Programms die Schaffung von völlig unbenannten Konvois, die unabhängig von Ausrüstung und Fracht in Hotspots bewegen wird, aber von Deckungsgruppen begleitet. In der dritten Stufe des Programms, die Schaffung von intelligenten Maschinen mit ihren eigenen Roboterwaffen, um mögliche Angriffe auf Konvois abzuwehren. KAMAZ 4350. Der KAMAZ 4350 ist ein russischer LKW mit Allradantrieb, der von KAMAZ hergestellt wird. Das Fahrzeug wird seit 2003 produziert und ist auch für militärische Anwendungen konzipiert. Die Konstruktion des KAMAZ 4350 ähnelt der Prototypen und der anderen LKW der Serie. Der Motor und das Getriebe stammen aus eigener Produktion. Der eingebaute Dieselmotor ist ein V8 mit einem Hubraum von fast 11 Litern. Der leistungsstarke Motor, der permanente Allradantrieb, die Geländeuntersetzung und die individuelle Bereifung rundum sorgen für die nötige Offroad-Mobilität. Außerdem ist das Fahrzeug in der Lage, bis zu 1,75 Meter tiefe Gewässer zu durchfahren. KRATZ 5233VE. Der hochmobile taktische LKW KRATZ 5233VE Spetsnaz ist für den schnellen Transport von Personal, militärischen Einheiten sowie verschiedener Ausrüstungen unter den widrigsten Umweltbedingungen auf allen Kontinenten bestimmt. Der LKW wird seit 2008 von der ukrainischen Firma KRATZ hergestellt. Der KRATZ-LKW hat eine Tragfähigkeit von 6000 Kilogramm, ein Gesamtgewicht von 17.300 Kilogramm und eine Motorleistung von 330 PS. Der Stapler funktioniert souverän unter extremen klimatischen und natürlichen Bedingungen in einer Höhe von bis zu 5000 Metern über dem Meeresspiegel. Der KRATZ 5233VE ist mit hervorragenden Geländeeigenschaften ausgestattet. Er kann Steigungen und Gefälle bis zu 60% überwinden. Die Tiefe der zu überwindenden Furt beträgt 1,5 Meter. Rheinmetall Yak. Der Yak ist ein gepanzertes und minengeschütztes Mehrzweckfahrzeug, das von Rheinmetall als Privatunternehmen entwickelt wurde. Er basiert auf dem Fahrgestell des Schweizer MOWAG Duro IIIP. Die Bundeswehr nutzt dieses vielseitige Fahrzeug für ihre Feldjäger, Kampfmittelbeseitigungsdienste, als mobiles Sanitätsfahrzeug und mobilen Gefechtsstand. Der Rheinmetall Yak basiert auf zwei festen Komponenten, dem Fahrgestell mit der Kabine und der austauschbaren modularen Schutzhülle. Er kann schnell für eine Vielzahl von Missionen modifiziert werden. Der LKW hat eine Nutzlast von 5500 Kilogramm. Er wird für den Transport von Truppen, Fracht oder Material eingesetzt. Je nach Konfiguration kann er bis zu 12 Soldaten befördern. Der Yak kann mit einer auf dem Dach montierten ferngesteuerten Waffenstation ausgestattet werden, die mit einem 7,62 mm Maschinengewehr oder einem automatischen 40 mm Granatwerfer bewaffnet ist. MZKT 6001. Das schwere Nutzfahrzeug MZKT 6001 wurde im Jahr 2009 der Öffentlichkeit vorgestellt. Er wurde entwickelt, um einen möglichen Bedarf der belarussischen Streitkräfte zu decken. Er ist auch für Exportkunden bestimmt.
Der MZK T6001 hat eine Nutzlastkapazität von 11.200 Kilogramm. Dieser Militärlastwagen kann auch Anhänger und Artilleriegeschütze mit einem Höchstgewicht von 10.000 Kilogramm ziehen. Der LKW hat ein flaches Fahrerhaus. Das Fahrerhaus ist aus Stahl und nicht aus Verbundstoffen gefertigt. Es bietet Platz für den Fahrer und zwei Fahrgäste. Das Fahrerhaus kann mit einer Zusatzpanzerung sowie mit einem Schutz gegen Minen und Sprengfallen ausgestattet werden. Der MZK T6001 hat eine 6x6-Konfiguration mit Vollzeit-Allradantrieb. Außerdem hat dieser Militärlastwagen eine große Bodenfreiheit und ist mit einer zentralen Reifenfüllanlage ausgestattet. FAP-1118. Der FAP-1118 ist eine Serie von 4x4 Militärlastwagen, die von FAP auf der Grundlage der Mercedes-Benz NG-Serie hergestellt werden. Der FAP-1118 soll bei den serbischen Streitkräften die Militärlastwagen der Serie TAM-110 ersetzen. Das Fahrzeug ist für den Transport von Personal, Waffen und Material mit einem Gesamtgewicht von bis zu 4 Tonnen sowie für das Ziehen von Artilleriegeschossen und Anhängern ausgelegt. Ausgestattet mit Allradantrieb, Sperre aller Differentiale und einem leistungsstarken Dieselmotor ist das Fahrzeug in der Lage, Steigungen von 60% im Gelände zu überwinden. Die zentrale Regulierung des Reifendrucks gewährleistet eine hohe Mobilität auf weichem Boden und die durchdachte Karosseriegeometrie ermöglicht ein einfaches Überwinden von natürlichen und künstlichen Hindernissen wie Gräben, Bahndämmen, Böschungen und so weiter. Tatra 810. Der Tatra T810 ist ein mittelschwerer LKW der tschechischen Firma Tatra, der in der Armee der Tschechischen Republik den beliebten Prager V3S ersetzt, der in den 1950er Jahren eingeführt wurde und bis 2008 im Einsatz war. Der LKW verfügt über einen flüssigkeitsgekühlten 6-Zylinder-Motor, ein Schaltgetriebe, ein Verteilergetriebe und ein modernes dreisitziges Fahrerhaus mit einem verstärkten gepanzerten Boden mit ballistischem Schutz der Stufe 1, einem modifizierten Dach für ein Lafettensystem, einer Dachluke und anderen Teilmodifikationen für spezielle oder militärische Zwecke. Der T810 ist mit einer Seilwinde und einer zentralen Reifenfüllanlage ausgestattet. Die Vorderachse ist mechanisch über Schraubfedern aufgehängt. Die Hinterachsen sind über Schwingenblattfedern aufgehängt. Seit 2010 wird der LKW auch in einer zivilen Version als Universalfahrgestell-Fahrerhaus angeboten. Kamaz 7850. Der Kamaz 7850, Plattform O, ist eine neue einheitliche Familie von Schwerlasttransportern auf Rädern, die von Kamaz für das russische Verteidigungsministerium entwickelt wurde. Sie wird die in Weißrussland hergestellten MZKT-Transporter ersetzen, die derzeit russische Interkontinentalraketen transportieren. Die staatlichen Tests wurden im August 2018 abgeschlossen und der Transporter wird im März 2019 in Dienst gestellt. Der Kamaz 7850 hat eine 16x16-Konfiguration und eine maximale Nutzlastkapazität von 85.000 Kilogramm. Die Vorder- und Hinterachse des Staplers drehen sich in entgegengesetzter Richtung, wodurch der minimale Wenderadius reduziert werden kann. Je nach Straßenbelag kann der Fahrer den Reifendruck verändern. Pinzgauer. Der Pinzgauer ist eine Familie von hochmobilen, geländegängigen 4x4 und 6x6 Militärfahrzeugen. Für die Beförderung von Passagieren sind die Fahrzeuge mit Sitzbänken im Fond ausgestattet. Der Pinzgauer 710 hat eine Nutzlast von 1000 Kilogramm. Er bietet Platz für Fahrer und 9 Fahrgäste. Der größere Pinzgauer 712 hat eine Nutzlast von 1500 Kilogramm und kann den Fahrer und 13 Fahrgäste befördern. Sowohl die 4x4 als auch die 6x6 Version können im Gelände Anhänger oder Artilleriegeschütze mit einem Höchstgewicht von 1500 bzw. 1800 Kilogramm ziehen. Auf befestigten Straßen beträgt die Anhängelast für beide Versionen 5000 Kilogramm. Ursprünglich waren diese Militärfahrzeuge mit einem luftgekühlten 4-Zylinder-Benzinmotor von Steyr ausgestattet, der 87 PS leistete. Der Motor ist mit einem 5-Gang-Schaltgetriebe von ZF gekoppelt.
Alle Pinzgauer haben eine ausgezeichnete Geländegängigkeit und waren besonders bei den Alpineinheiten des österreichischen Bundesheeres beliebt. GAZ 3308. Der leichte Nutzlastwagen GAZ 3308 Satko ist ein militärischer Ersatz für den früheren GAZ 66, der 35 Jahre lang produziert wurde. Derzeit ist dieser Militärlastwagen bei der russischen Armee und einigen anderen Ländern im Einsatz. Der Satko ist völlig konventionell aufgebaut. Er basiert auf dem zivilen GAZ 3307 mit einer 4X2-Konfiguration, die an den gekoppelten Hinterrädern zu erkennen ist. Der LKW hat eine Nutzlastkapazität von 2000 Kilogramm. Der GAZ 3308 wird entweder von einem ZMZ 513 4,25 Liter oder einem ZMZ 5233 4,67 Liter Benzinmotor angetrieben, die 116 bzw. 122 PS leisten. Dieser Militärlastwagen hat einen vollständigen Allradantrieb. Das Fahrzeug verwendet eine Reihe von Fahrzeugkomponenten des früheren GAZ 66. Ein zentrales Reifendrucksystem ist serienmäßig eingebaut. Das war's, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, welcher der Trucks euch am besten gefallen hat. Klickt auch auf den Gefällt mir-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine neuen interessanten Videos verpasst.